Ich bin wieder auf dem Weg zu einem Lost Place. Und unterwegs finde ich einfach so kuriose Sachen wie ein Minenfeld. Da hinten ist ein Minenfeld. Hier sind einfach irgendwelche Ziegen. Ich weiß es nicht. Hallo. Die ignorieren mich. Da hinten sind Pferde. Und generell ist dieser ganze Weg zu dem Lost Place so kurios. Es ist richtig cool eigentlich. Also der Weg ist schon cool. Und ich bin wieder unterwegs mit... Ja, mit dem Roller. Und diesmal keine 300 Kilometer, sondern nur... Ja, so mit Umwegen vielleicht 110, 120. Also Hin- und Rückweg zusammen. Also diesmal relativ okay. Weil das war eine sehr spontane Idee von mir. Jetzt wollte ich noch gucken, was das hier ist. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass hier vorne das Minenfeld ist. Weil da hinten bin ich schon lang gefahren. Wer weiß, was das hier ist, der kann ja mal Bescheid sagen. Das sieht auf jeden Fall kurios aus. Da sind noch irgendwelche Pfeiler. Ja. Vielleicht sind hier Panzer drüber gefahren, so Panzerübungsgelände oder so. Könnte ich mir echt vorstellen, weil, wie gesagt, da hinten war so ein Minengebiet oder so. So richtig kurios. Okay. Man muss auch überall auf den Wegen bleiben und so, oder auf den Markierungen. Also da hinten sind so richtige krasse Schilder. Und ich glaube echt, dass hier so vielleicht ein Panzer drüber fahren. So ein Übungsgelände halt, ne? Dass das hier vielleicht unter Wasser lag noch. Ja. Kurios, man weiß es nicht. Das hier ist unser Objekt. Eine wahrscheinlich schon richtig ultra lange verlassene Fabrik oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht genau. Aha. Das ist schon ganz schön mitgenommen eigentlich hier. War noch nicht hier. Und das Areal ist auch eigentlich recht groß. Da hinten ist also auch noch ein kleines Gebäude. Und normalerweise sollten sogar noch viel mehr Gebäude hier sein. Aber ich habe gesehen, dass hinten andere Gebäude jetzt nicht so wie dieses hier verfallen sind, sondern wieder modernisiert wurden zu zu Wohnanlagen. Und zwar recht moderne. Eigentlich recht schön hier. Ich glaube, da hinten sind schon diese Wohnanlagen. Also da können wir dann nicht weitergehen. Ja, ich hatte eigentlich gehofft oder gedacht, dass hier alles verlassen ist. Aber ja, also tatsächlich, da hinten sind dann die Bewohnten. Deswegen gehen wir jetzt einfach hier rein. Habt ihr gesehen, da war jemand. Ich weiß nicht, ob der uns gesehen hat. Also da war jemand, aber ich glaube, der hat uns nicht gesehen. Oder ich glaube doch. Naja, deswegen werden wir jetzt ein bisschen schneller wieder gehen. Hier ist eh nicht viel zu sehen. Also hier unglaublich viel Müll in dieser großen Halle. Und da oben die Decke. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ich habe auch keine Lust, dass mir hier was auf den Kopf fällt. Ich gehe mal am Rand von der Halle. Ja, schade. Ich hatte eigentlich große Hoffnung in die kleineren Gebäude gesetzt. Ja, ich wollte jetzt sagen, schade, dass die renoviert wurden und wieder zu Wohnobjekten sind. Aber eigentlich ist das ja nicht schade, sondern gut. Hier ging es hoch. Ich werde mal oben reingucken, aber ich werde da nicht lang gehen. Dafür sieht es mir einfach nicht gut genug da oben aus. Also einmal reingucken und dann aber wieder gehen. Oder? Mal gucken. Oh ja. Da ist also schon Boden eingekracht.
Hier würde es noch weiter hochgehen, also da vorne. Ich werde mein Glück aber nicht herausfordern heute. Deswegen gehen wir mal. Das ist also tatsächlich auch so. Lost Placer haben halt die verschiedensten Gegner. Einmal die Polizei. Ihr wisst, ich habe eine Anzeige bekommen wegen dem Video. Dann die Zeit natürlich. Ihr seht, das Lost Place ist gar nicht mehr so lost. Also die Zeit hat da gegen uns gearbeitet. Sowas passiert natürlich. Da habe ich jetzt viele Kilometer runtergerissen und im Endeffekt umsonst. Aber das ist nicht schlimm. Dann kann man diesen Lost Place hier von der Liste streichen. Ja, hier vorne das, was ich dachte, dass es was ist, ist auch noch nur so eine kleine Mauer. Naja, ihr seht auf jeden Fall, ich bin viel unterwegs. Nicht immer ist es ein Erfolg. Und deswegen sag ich mal, sehen wir uns demnächst. Hallo, mein lieben Enten. Ja, heute der Tag war ziemlich anstrengend für mich. Das Lost Place war ja nicht so knaller. Jakita hat aber voll die krasse Nachricht gehabt. Ich weiß noch nicht, ob ich das verraten darf. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall kommt da was Krasses bei der Jakita. Und wen will sie dabei haben, wenn sie was ganz Krasses macht? Richtig, mich. Das finde ich richtig cool. Also ich habe mich sehr gefreut, weil das ist etwas eigentlich, naja, ich finde es halt cool, dass sie mich gefragt hat. Des Weiteren gibt es Neues. Ich bin auch morgen bei der. Ich weiß noch gar nicht genau, was wir machen. Ah, so. Ich mache mir jetzt gerade noch einen, könnte sagen, krass. Also diesen Kidneybohnen, grüne Bohnen. Jetzt gleich tue ich einfach noch so eine halbe Packung Schafskäse rein. Und Moment, das ist so mein Abendessen im Moment, denn ich will ja wieder abnehmen. Ich habe abgenommen und jetzt habe ich wieder zugenommen. Das ist so ein Hin und Her einfach. Ich muss einfach gesund essen. So, das Glas kennt ihr ja auch schon. Das habe ich jetzt mittlerweile fast leer. Da ist wirklich niemand sonst außer ich davon. Und es ist einfach fast leer. Und es ist ja, wie ihr schon wisst, ein Jahr abgelaufen oder so. Aber es ist okay. Es schmeckt gut. Dann tun wir auch jetzt so einen richtig dicken Löffel. Oder komm, wir machen mal zwei. Richtig lecker. Oh. Aua. Ich habe mir jetzt dreimal auf die Lippe gebissen in den letzten zwei Tagen. Und das ist hier, es tut einfach so weh. Und jetzt mit dem Schafen, wow, nicht so gut. Aber ich mag es halt. Ich stehe auch so ein bisschen drauf. Mein Essen muss immer richtig scharf sein. So, ja, ich weiß, so ein Tütchen könnte ich mir sparen. Aber ich knall da echt hier so ein dämliches, ich sag immer Chemietütchen rein, eine halbe Packung Käse und ihr kennt das ja, ich zerbrösel den immer so. Ich habe übrigens eine neue Drohne gekauft, die habe ich gestern sogar schon mal getestet. Die fliegt sehr viel stabiler, ich kann die wirklich hier in der Wohnung fliegen und auch lenken. Kein Witz, kann man wunderbar lenken. Sobald ein bisschen schöneres Wetter ist, werde ich die mal mit rausnehmen. Da ist lustigerweise sogar eine kleine Kamera bei. Aber diese Kamera werde ich nicht installieren, weil, ja, ist ein Witz. Also die Aufnahmen davon, wahrscheinlich kann die niemand, die lassen wir einfach mal weg. Aber das ist, glaube ich, eine Drohne. Wir hatten letztens eine für 30 Euro, glaube ich.
Die Drohne kostet so rund, ich glaube, 40 oder 50. Also da wird noch was kommen. So. Gleich schönen Film gucken, Abend ausklingen lassen. Ich denke mal, morgen schneide ich das hier. Und ja, das ist so ein... es macht satt. Ich habe was zum Essen. Es ist scharf. Es ist gesund. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Das auf jeden Fall. Aber... sieht auch nicht so lecker aus. Aber... es ist richtig magenfüllend. Es ist halt viel Essen und macht satt. Und ich nehme ab. Ciao!